Jodelo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Naja, ihr kennt das schon. Und ja, es ist jetzt so vollbracht. Ich habe es endlich hingekriegt. Ich bin hier oben. Und kann jetzt endlich mal anfangen, die Dingsenbomben hier rauszuholen. Ob das so klug war, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, das kommt nicht ganz. Achso, wir gehen ja sowieso nur auf einen, ne? Wir wollen hier nur ein Fass haben. Wir wollen ja nicht so ein großes Fass aufmachen. Ne? So. Ja, der brauche ich schon mal ein paar von denen hier. So. Ja. Da ist jetzt irgendwie das mit dem. Öl. Ach, wir brauchen auch noch Wasser. Ne, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wir nehmen dann die Ölraffinerie. Ich überlege gerade, wie mache ich das am dümmsten? Ich setze ihn noch ein bisschen weiter nach vorne, falls ich doch noch mal Wasser brauche. Dann nehmen wir die alte herkömmliche Art nur mit Öl. Ist immer wichtig, die Dinger so zu bauen, dass man da auch langlaufen kann. Das habe ich festgestellt. Weil wenn du da immer ewiglich hängen bleibst, also zum Beispiel hier kann man nicht mehr langlaufen. Das ist hier ist vorbei. Aber hier ist sowieso vorbei, also ist das da jetzt nicht so schlimm. Aber man sollte immer darauf achten, dass man irgendwie da durchkommt. Sonst hat man echt Probleme. So, Raffinerien da. Die kann ich so nicht bauen. So. Das ist auch wieder, ne? So, wenn ich das jetzt so baue. Ach ja. Da komme ich da wieder nicht lang gelaufen. Also ich müsste zumindest einen, müsste ich so bauen. Okay, dann die Raffinerie da dran. Und jetzt kann ich den nicht mehr, ne? Also noch einen runter. So lange, bis ich es endlich hingekriegt habe. Und vielleicht kann ich den auch vorher mal kopieren, dass ich, bevor ich den halt rausschmeiß. Solange hier irgendwie noch was passt. So, der kann ja auch einen weiter, das ist ja dann nicht so schlimm. Ja, das war schon richtig. So. So, dann kann ich weiterhin hier durchlaufen. Ja, das ist egal. Hier kann ich sowieso nicht durchlaufen. So. Da haben wir einmal Akali, Akadixbums, müssen wir mal gucken, wie heißt das? Alkangas, Schweröl, warte, ne, Leichtöl und Schweröl, so. Oh.
Ich Idiot, da kommen ja gar keine Rohre ran. So, jetzt habe ich es auch. Okay, da soll jetzt das Zeug rausgebracht werden. Weil da kommt ja gar kein Öl an. Das habe ich gar nicht berücksichtigt. Aber das wird so nichts. Das wird so ja nichts. Boah, ich habe die ganzen Dampfmaschinen gar nicht gebaut, ne? Das eine, was wir sehen, und das andere ist, was wir sehen, ist, dass wir Wasser brauchen. Ich meine, wir haben Wasser da. Und es kommt ein Alien-Angriff. Tja, das wird alles gar nicht so einfach. Ich habe mich daran gedacht, dass wir Wasser brauchen. Problem! Einmal das mit dem Wasser ist ein Problem. Aber das nicht alles. Auch das mit dem Platz ist ein Problem. Naja, Problemchen. Mit den Dampfmaschinen ist ein Problem. So, ich hole mir jetzt erstmal Dampfmaschinen. Da haben wir wieder einen Weg ausgesucht hier. Dampfmaschinen baue ich jetzt irgendwie so nicht. Was? Zu viel Munition? Kann man zu viel Munition haben? Da sind bestimmt keine Dampfmaschinen drin, oder? Dampfmaschinen?
brauche ich eine Dachmaschine. Ich brauche wahrscheinlich Rohre. Wie blöd. 5 Rohre, Zahnräder, Eisen. So, sind da Rohre drin? Zahnräder, Eisen. Na gut. Dann wollen wir mal uns das Zeug alles holen. Also schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen besser aus mit dem Stahl. Guck mal hier, das ist auch nicht mehr so viel. So, was brauche ich denn? Rohre? Aber die Rohre baue ich doch irgendwo. Das weiß ich genau. Aber die baue ich da oben irgendwo, oder nicht? Hier. Weiß ich Bescheid. Also ich brauche Rohre, Zahnräder. Zahnräder brauche ich hier. Und Eisen. So, und was brauche ich für die... Ach, da brauche ich bestimmt... Ja, genau. Diese Schmelzöfen. Die habe ich doch gerade noch gesehen. Nebeneinander. Aber ich brauche Eisen. Schnell, die wollen mir das Eisen wegnehmen. Schnell die Rohre holen. Da ich mir wieder ein... Oh, shit. Jetzt könnt ihr mir nehmen, was ihr wollt. So, mal irgendwie den Jeep hier von der Straße holen. Von den Schienen. So. Das war's. Müsste ich jetzt theoretisch eigentlich nur noch wieder in den Zug steigen, von dem ich jetzt gerade ganz kurz dachte, der ist nicht mehr da. Oh, geil. Geile Nummer. Und tschüss. Oh, wo fährst du jetzt hin? Warte mal. Nee, ich kann nicht. Ich muss zum Südöl fahren. Oh Mann! Ja, zum Südöl fahren. Weißt du noch nicht, wie ich das mache? Ich brauche eine Pumpe. Pumpe, 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 Pumpe. Wieso habe ich hier schon wieder keine von denen? Ich habe doch gerade irgendwie einen Stack mitgenommen, ey. Straße scheint frei zu sein. Was sind da überhaupt drin für eine Menge? 25. Achso. Ja, 25, das bedeutet. Also die Hälfte. Die Hälfte von 25 sind 24. Also bei 24
Wären das bei 24, wären das 12, also sind das 12.500. Okay. Schön, dass ich das jetzt so festlege. Aber das große Aber. Frage ist ja, greifen die auch meine Wasserpumpen an? Oh fuck! Alter Vater! Was zur Hölle? Ich hab das nicht mitgekriegt, dass ich angegriffen werde. Jetzt reicht's. Ralf, reicht's! Wo haben wir jetzt den Kram? Panzer! Panzer, Antwort auf alles. 42 oder Panzer. Jetzt wird aber hier zurückgeschossen. Das ist auch ein sehr gefährlicher Spruch. Hört man nicht gerne. Oh. Stirbt ihr Aliens, stirbt ihr alle! Ach Mann, ey. Braucht man Napalm. So, soll ich es riskieren? Ich meine, es ist ja erstmal nur eine Unterstützung und entweder klappt's oder ich muss mir etwas einfallen lassen. Ich baue hier eine Pumpe rein. Ich hatte auch eine Pumpe gebaut. Eine Pumpe. Eine Pumpe, ey. Ey, hast du eine Pumpe mal für mich? Geht nicht. Doch, jetzt. Und er lief mitten durchs Feindgebiet. Völlig unerschrocken. So. Okay, man sieht, wo es hinführt. Oh, ich habe die Öfen nicht mitgenommen, ich Pfosten. Kann das sein? Tunnel müsste man bauen können.
es ändert sich ja jetzt erstmal nichts. Außer, dass ich halt noch mehr Material, also noch mehr Fläche zu verteidigen habe. Ansonsten ändert sich ja erstmal nichts. Gerade was geplatzt, ne? Ah, Mist. Okay. Sammeln wir mal alles schön wieder ein. Mir fällt gerade ein, ich kriege jetzt irgendwie das gleiche. Ich kriege jetzt den Zug gar nicht mehr vom. Okay, wir müssen noch eine Zugstation bauen. Schnell mit dem Zug umgezogen quasi. Okay, auch gut. Läuft alles soweit. Jetzt da. Okay. Das hätten wir auch. Hier war schnell eingestiegen. Außenöl. Steht auch jetzt am Bahnhof. Jetzt müssen wir den ganzen Kladderadatsch hier. Oh, die brauche ich auch gleich, ne? Habe ich die schon gespeichert? Habe ich irgendwie, ich habe doch sowas wie Grenzen, aber da ist nichts drin. Jetzt ja. Gut, gespeichert. Dann kann ich das Ding nämlich verwenden. Für den ganzen Kram hier. Okay. Jo. So kann es weitergehen. Jetzt muss ich nur noch ich habe verhältnismäßig wenig Dampfmaschinen, wie ich finde. Ne, warte, ich habe doch verhältnismäßig mehr, viel mehr Dampfmaschinen. Wo, ich habe doch. Eine ganz komische Zahl an Dampfmaschinen gebaut, also von der Menge her. Geil. Ich habe irgendwie zu wenig Dampfmaschinen gebaut.
egal. Achso, da ist ja schon das Wasser. Bin mal gespannt, ob die mir das mit dem Wasser übel nehmen, die Aliens. Oder ob sie mir die Pumpe da in Ruhe lassen. Okay, das war alles geplant. Jetzt kann ich nämlich tatsächlich auch das hier umstellen. Das ist ein bisschen leistungsfähiger. Jetzt kriegt das Ganze das, was das Ganze nicht hat, Strom. So, als erstes das Öl. Und dann die Raffinerien. Und die Chemiefabriken. Genau, falsch rum, ne? Immer noch falsch rum. Es funktioniert so nicht. Bevor ich die jetzt aber auch anschließe, muss ich zuerst nochmal die auch mit Strom versorgen, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Sehr geil. Ich hasse es, wenn das irgendwie so durchläuft und dann nicht verbraucht wird. So eine Verschwendung mache ich nicht mit. Vater. Ja, ist auch noch ein kleines Problemchen. Aber irgendwie ist das Öl schon wieder alle oder was?
Okay. Kleiner Anfall von Dämlichkeit. Gott, die Folge ist 30 Minuten lang. Das habe ich total verpennt. So, jetzt. Belebt das alles wieder. Jetzt muss er erstmal die ganzen 70 hier loswerden, damit er irgendwie weitermacht. So, und jetzt kommt wieder aus allen. Jetzt wird auch aus allen Rohren hier. Ja. Damit haben wir eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, erfüllt. Ist der alle? Na gut, okay. Und das heißt, ich werde jetzt mal meinen Arsch nach vorne. Nee, eigentlich nicht. Ich werde meinen Arsch mal hier reinbringen. Und aber vorher werde ich. Oh, den Panzer reinholen. Und den. Puh, nee. Ich renne erstmal zum Panzer. Warum steht der da so blöd rum? Werde ich vom Panzer den Zug in Gang bringen. Der fährt jetzt nach Rhein-Oelhausen. Ist zwar nichts mehr drin. Sehe viel Spaß. Und so. Und dann ernte ich den mal ab. Stelle mich hier rein. Und harre der Dinge, die dann kommen werden. Aber ich werde jetzt nochmal die Außenmauer praktisch hier, also hier nicht, aber hier will ich die hier so verlängern. Ziemlich knapp sogar. Wo weiß ich nicht. Vielleicht werde ich doch hier einen kleinen Schlöpfer nach draußen machen. Um dann halt irgendwie das hier ein bisschen sicherer zu machen. Ja, also dann praktisch hier so eine Mauer ziehen. Um das halt ein bisschen. Oder ich stelle einfach nur Lasertürme hier hin. Ohne Mauer. Das wäre auch fatal leichtsinnig. Aber es ist halt natürlich wieder so ein riesen Fläche halt, ne? Hier, Strom ist voll. Guck mal hier. Ne, bis die Aliens hier erstmal was gefunden haben, sind die schon längst tot. So, ich bin mal gespannt, was jetzt hier passiert. So, also entweder bis der Tank voll ist und der halt praktisch 2 Sekunden keine, oder 5 Sekunden keine Aktivität hat. Aber der pumpt ja die ganze Zeit. Das funktioniert so nicht. Also Fassungsvermögen funktioniert, aber... Sekunde Inaktivität und der Teil wird schon wieder so lang. Okay, also ich war schon dabei, mich zu verabschieden und sage deswegen Tschüss und viel Spaß auf YouTube und ich hoffe, wir hören uns wieder. Ciao!